Und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo und herzlich willkommen heute zu einem Tipps für Asperger zum Thema etwas Körperhygienepflege. Okay, das klingt jetzt ein bisschen doof und ein bisschen komisch, weil, naja, ich bin jetzt nicht gerade der König da drin. Aber ich habe so ein paar Tricks gefunden, wie ich es schaffe, auch ohne viel Wasser, also ohne ich regelmäßig in die Dusche und Badewanne zu müssen, mir so ein bisschen Körperhygiene zu betreiben. Und heute kommen wir zum ersten Teil dieser Reihe oder wie auch immer. Und ja, heute möchte ich euch zum Thema, was ich so im Bad benutze, so ein bisschen meine, so ein paar Tipps geben. So, ich bin so der totale Feuchttüchermensch und da möchte ich euch jetzt ein paar Tipps geben, welche sind gut, welche sind schlecht und sowas. Also, ich fange mal an. Und zwar fangen wir am besten mal ja, mit denen hier an. Die sind von HIP, die heißen Gesicht und Hände ultrasensitiv. Und ich will mal Folgendes dazu sagen. Ultra und sensitiv, das suchen wir noch immer, wo das ist, da drin. Also ich habe die mir damals gekauft, weil ich dachte, das wäre die ultimative tolle Lösung. Ich kaufe meistens dann immer dooferweise zwei Päckchen und ja. Und dann habe ich die so benutzt und die sind sehr rau. Also ich finde die extrem rau und die sind für mich überhaupt nicht gegangen. Ja, dann, ja. Dann muss ich mal ganz kurz unterbrechen, weil ich... nein, wir machen jetzt mal weiter, bis ich zu dem Punkt komme. Ja, dann haben wir hier die hier von Penaten. Die sind schon etwas weicher und die sind einfach gut, wenn man sich mal nicht immer die Hände waschen will. Da benutze ich die nämlich dafür. Und trotzdem so ein etwas saubereres Gefühl an den Händen mag. Ja, dann die ich... ja... Jetzt kommen wir zu denen, die ich immer am liebsten mag. Das sind nämlich die hier von Bübchen. Und das sind Bübchentücher und die sind, wie beschreibt man die am besten? Die sind so, die sind sehr, also sie sind nass. Man hat schon so ein Nassgefühl an den Händen im ersten Moment. Aber dann ist es so schaumig und ein bisschen cremig. Also ich weiß nicht, wie man das jetzt besser beschreiben soll. Und ja, auf jeden Fall sind die für mich sehr gut, weil ich finde die immer, die sind sehr weich, dadurch, dass sie eben so schaumen und die sind auch recht angenehm und die brennen nicht. Das ist nämlich auch noch so eine Sache, Feuchttücher dürfen in meinen Augen nicht brennen, weil sonst bringen die dir überhaupt nichts. Ja, dann haben wir hier zwei. Die sind ehrlich gesagt aus der Ceva-Reihe, die ich auch schon kenne. Und ich muss sagen, die Ceva-Dinger, die sind, ja, die sind immer so ein bisschen hart. Also die sind nicht so rau, aber die sind irgendwie immer hart. Die lassen sich nur sehr schwer benutzen. Und die habe ich mir jetzt aber mal gekauft, weil ich fand, die riechen gut, ich gebe zu. Manchmal möchte ich auch einfach mal gut riechen und dann benutze ich die so am Hals, so wie ein Parfüm. Weil ich jemand bin, für mich geht Parfüm überhaupt nicht, weil das meistens viel zu intensiv riecht und viel zu stark riecht. Und dann wird es mir eigentlich eher schlecht, weil ich dann den ganzen Tag mein eigenes Parfüm rieche. Und dann denke ich mir so, oh. Ja. Jetzt ein kleiner Tipp, der eher für Mädchen ist. Da habe ich diese hier. Die sind für den Intimbereich. Und ja, man kann sich auch über einen Herd stellen. Das bringt ungefähr gleich, das hat denselben Effekt. Also ich finde, die brennen unglaublich. Aber wenn es eben mal sein muss und man da unten sich nicht so frisch fühlt und man aber auch nicht unter die Dusche stehen möchte, dann finde ich es für mich persönlich, manchmal finde ich dann, dass es dir das alles wegbrennt, gefühlt, die bessere Lösung. Das zeigt, wie derbe ich Wasser nicht leiden kann, dass ich mir lieber was wegbrennen lasse. Ja, jetzt nicht wundern, ich muss mal ganz kurz weg, weil ich hab noch eine Sorte vergessen und die muss ich kurz holen. Bis gleich. So,
Da bin ich wieder. Entschuldigt übrigens für den komischen Blick gerade. Ich war mir nicht sicher, ob ich die Kamera gestoppt habe. Ja, jetzt kommen wir zu den nächsten Tüchern. Ich habe nämlich noch zwei gefunden. Das sind die hier. Ja, zeig's halt im Kopf, Elena. Hier. Die sind so fürs Gesicht und für die Haut. Die sind mit Aloe und Rose. Und also ich mochte den Duft immer recht gerne und die sind auch so fürs Gesicht, die fühlen sich an, ja, sie sind sehr nass, was ja manchmal unangenehm sein kann, aber die sind auch auf jeden Fall sehr reinigend, also da wirst du wirklich dann sauber von. Ja, dann kommen wir nochmal zu einem Päckchen, ich würde es jetzt als die hier, die heißen, sind von Hip und ich muss sagen, die sind... Also sie fühlt sich kratzig an, muss ich sagen. Also ich finde die kratzig und ich habe, also jedes meiner Feuchttücher gebe ich auch immer noch meiner Mom, weil manchmal kann es ja an mir liegen, dass was brennt oder was nicht brennt. Und dann möchte ich immer noch so eine zweite Meinung wissen und dann gebe ich die meiner Mom und die versucht es dann auch noch. Und meine Mom findet das auch, dass die eher brennen und dass die eher unangenehm sind. Und ja, doof. Ja, dann habe ich vor, es ist tatsächlich erst gestern gewesen, da war ich mit meiner Pflegerin unterwegs. Hi! Und da wollte ich etwas sparen und habe weniger einkaufen wollen. Aber dann bin ich durch Zufall, bin ich am Regal von unseren üblichen Tempos vorbeigelaufen und habe dabei diese Tücher hier entdeckt. Das sind Hookies. Und im ersten Moment habe ich die halt mitgenommen, weil ich gedacht habe, naja, das passend zu unseren Taschentüchern. Und dann habe ich aber gelesen, als ich zu Hause war, dass die auch noch total gut seien. Also dass sie von den Inhaltsstoffen, da steht nichts irgendwie von Inhaltsstoffen. Ich habe da wirklich gestern gesucht und gesucht, was ich sehr gut fand. War nämlich, dass da eigentlich stand, dass die aus 99% Wasser bestehen. Aber, und das ist was ich an dieser Stelle mal sagen muss, zum einen finde ich toll, dass die hier so ein bisschen dicker sind, weil das ist immer was mich sowas von denen nervt. Und zum anderen, man hat klar so ein Feuchttuch, nasses Gefühl, aber man hat jetzt nicht so das Gefühl, man ist unter fließendem Wasser gewesen. Und sie machen aber trotzdem einen echt sauber, weil da ging das von meiner Haut runter, als ich die im Gesicht benutzt habe. Ups. Das sollte ich vielleicht nicht so sagen, aber so ist es halt. Tja. Ja, und jetzt kommen wir zur Lösung für alle, die weniger Probleme mit Wasser haben. Kann ich mir jetzt nicht gut vorstellen, wenn ich sie habe, aber es soll auch Asperger geben, die es nicht so viel Probleme mit Wasser haben. Und für die habe ich folgenden Tipp. Also als erstes habe ich es versucht mit denen von Duniwelt, die Babytücher. Damit auch das andere Baby sein Hintern zeigen muss. und die sind sanft und reinigend und die sind auch recht gut. Und die haben mich auch, anfangs waren die auch wirklich toll. Aber das Problem bei denen ist, wenn sie nass sind, sind sie immer noch, trotzdem fühlen sie sich eher an, als ob sie trocken sind und deswegen eher so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen wie ein Brett oder wie ein Blatt Papier, aber sie sind irgendwie, ich kann es nicht so richtig beschreiben, wie soll man das sagen, aber sie sind auf jeden Fall nicht sehr handlich, das kann man sagen und ich habe auch entdeckt, die reißen einem sehr gerne ab. Was sehr nervig ist, wenn du da gerade dabei bist, dir deinen Rücken zu putzen und dann dir deinen Lappen abreißt. Ja, und dann habe ich aber eher durch Zufall, weil meine Mama meine Tücher aufgerissen hat und ich jemand bin, ich kann es nicht leiden, wenn man mir die Packung aufreißt, weil ich da irgendwie mit Hygiene total einen Spaß habe. Kann ich euch mal in einem anderen Video erklären, aber ja. Und da hat meine Mutter mir als Ersatz, weil es die anderen gerade, ist sie zum DM und hat gerade welche gekauft. Und dann hat sie zufälligerweise die hier gefunden. Ist eine DM-Eigenmarke von Ebene. Und die sind sensitiv Einmalwaschlappen aus Baumwolle, glaube ich. Wartet, ich will jetzt nichts Falsches sagen, darum gucke ich erst nach.
Also sie sind chlorbleichfrei und so. Und ich habe irgendwann mal, glaube ich, drauf gelesen, dass sie mit Baumwolle sind. Und ja, ich kann es jetzt gerade nicht mehr finden. Und ja, tut mir leid. Also ich habe es jetzt gesucht, wie ihr gesehen habt, aber ich habe es jetzt gerade nicht gefunden. Und auf jeden Fall finde ich die recht gut. Die sind weich und die sind trotzdem angenehm. Natürlich das Blöde ist, man muss die beiden einmal Waschlappen immer unter das fließende Wasser halten. Also ist man dann nass, aber ja, das ist halt das Schlechte dran. Ja, und dann etwa ein Tipp von mir für jeden, der dann, mit dem die Feuchttücher auch in der Hand dann zu nass waren auf die Schnelle. Tempotaschentücher oder so. Aber hier kommt der Teil von mir, nämlich, so bin ich auch auf diese Boogies gekommen, weil das da hinten drauf steht. Das sind meine absoluten Favorite, ewig geliebten Taschentücher. Davon muss bei mir zu Hause müssen immer mindestens 4 Packungen rumstehen, weil ich immer Angst habe, dass sie, weil die mal oft ausverkauft sind, weil ich immer Angst habe, dass ich die nicht sonst nicht mehr habe. Und ja, die liebe ich über alle Maßen, weil die sind, ja, vielleicht sieht man es auf der Kamera, aber vielleicht auch nicht. Ja doch, die sind sehr weich und die haben eine sehr, also wirklich eine Riss. Eine reißfeste Struktur, gut. Wenn man mit richtig viel Gewalt dran rumreißt, dann geht, glaube ich, jedes Taschentuch kaputt. Und ja, aber die sind auf jeden Fall, die sind eigentlich sehr reißfest und die halten auch wirklich richtig krasse Schnäuzer aus. Also, wir haben da jemanden in unserer Familie, mein Vater, der schnäuzt immer recht gerne sehr stark und das hört sich mal an wie ein Elefant und trotzdem halten diese Tücher. Und ja, deswegen haben wir die. Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, was sehr offensichtlich war, weil da mehrere Produkte davon waren, bin ich eher so jemand, wenn ich was suche, so Feuchttuch oder Pflegetuch-mäßiges oder auch Creme-mäßiges, was ich euch übrigens beim nächsten Mal zeigen werde, Cremen, die gut sind, dann ist es so, dass es oft bei mir der beste Ratschlag, den ich für euch da draußen geben kann, ist, sucht erstmal in den Babyabteilungen. Es müssen jetzt nicht die Marken sein, die ich euch jetzt gezeigt habe. Ich habe euch einfach nur mal so einen Überblick geben wollen, weil ich ja jemand bin, ich muss alle paar Monate teste ich neue Feuchttücher, weil ich einfach die Hoffnung habe, dass dann das nächste noch ein Stück besser ist als das davor. Und ja, mein Tipp ist, sucht als erstes in den Babyabteilungen, in Abteilungen, wo kein Parfüm mehr drin sind, wo keine also keine Chlorstoffe oder irgend sowas drauf sind. Guckt euch auf jeden Fall auf der Rückseite an, was alles drin ist, weil das ist unglaublich wichtig, weil es gibt oft Sachen, die man einfach von der Haut her nicht verträgt und die dann einem noch mehr schaden als sie nutzen, auch wenn es dann weniger nass ist. Und mein letzter Ratschlag ist, wenn im Zweifel kann es manchmal nicht schaden, wenn ihr im Umfeld fragt, Leute, die zum Beispiel gerade Babys haben oder die Kleinkinder haben, fragt dann solche Sachen wie, welche Feuchttücher benutzt ihr denn und würdet sagen, die helfen wirklich gut oder die machen wirklich sauber, weil das sind dann solche Feuchttücher, die im Zweifel auch bei euch sehr sauber machen. Und die dann auch aber trotzdem sanft sind, weil bei Babys kann man nicht so, ja, Schmirgelpapier benutzen. Ja, so bin ich übrigens auf die hier gekommen, weil meine Mutter hat mir eine Freundin geschenkt, die ein Kind bekommen hat. Und so habe ich die, da habe ich die gefunden und wollte auch ein Päckchen haben. Und habe dann die dadurch gefunden. Und dadurch, dass die dann mal nicht da waren, habe ich dann wiederum meine Bübchen gefunden, die ich total gerade liebe. Also die finde ich gerade total toll. Und natürlich die Hoagies. Aber die sind noch neu. Also da kann ich noch nicht so genau sagen, ob sie auch im Langzeitgebrauch toll sind. Ja, das war alles dazu. Ich hoffe, mein Video hilft dem einen oder anderen Asperger vor den furchtbaren Qualen des Wassers. Tut mir leid, aber ich kann das Zeug echt nicht leiden. Weder wenn es vom Himmel kommt, noch wenn es in der Badewanne ist, noch sonst irgendwie. Und ja, ich mag es nicht mal beim Trinken. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Das erzähle ich euch irgendwann mal. Ja, und auf jeden Fall hoffe ich, dass ich dem einen oder anderen helfe. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr so benutzt, was für euch so total hilft und was ihr empfehlen könnt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die welp.readmyoutlook.com.
Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Hofft dem einen oder anderen, dass er vielleicht geht ja jetzt der eine oder andere einkaufen und guckt mal. Und ja, noch ein Tipp. Die meisten Artikel sind sehr schwer zu erhalten, weil sie eben dadurch, dass es Babyartikel sind, sehr oft ausverkauft sind. Und man kann es manchmal nicht schaden, sich auch mal zwei Packungen mitzunehmen, weil dann hat man wenigstens so einen Vorrat. Ja, das war alles. Wir sehen uns dann am nächsten Mittwoch wieder. Bis dann. Ciao.